Okay, 3, 2, 1. Hey Leute, du musst mit mir hey Leute sagen. Okay. Hey Leute. Ja, du musst auch schon. Okay. 3, 2, 1. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir sitzen schon im Auto und das bedeutet natürlich mal wieder, dass wir on Tour sind. Lisa ist mit am Start und Tassia sitzt auch vorne drin. Hi. Tassias Vater fährt uns hier. Sehr nett. Dankeschön dafür. Auf jeden Fall geht es zum Springtraining für Tassia und mich, da wo wir letztes Mal auch schon waren. Aber wir dachten uns einfach, ja, wir nehmen die Kamera mal wieder mit, weil das letztes Mal auch schon sehr gut bei euch ankam. Oh nein, da ist ein Eichhörnchen. So ein zerquetschtes. Wir freuen uns auf jeden Fall und haben richtig Motivation zu springen und Lisa hat Motivation zu filmen. Ja. Ich habe totale Motivation zum Autofahren. Wie ihr hört, Max ist auch sehr motiviert. Ja, ist gut so. Das ist ja nur Ankerswagen, ne? Guck mir mal, was die Pferdchen machen. Hi. Na? Na? Warm, ne? So, wir lassen jetzt mal die Tür auf, weil es mega warm im Hänger ist. Okay, kann ich? Alter, nice Schabracke. Yes. Hast du die gekauft? Yes. Bei deinem Löster? Ich habe das aber nicht gesehen, das Video. Leute, diese Schabracke, guckt sie euch an. Jetzt ziehe ich mir noch meine Stiefel an. Gollum, zieh die ganze Zeit in den Pferdanhänger rein. Jetzt mach Fanny auch noch mit. Ah. Nein, die Zerstörung meines Pferdanhängers. Hatte begonnen. Aber er leckt sie nur an. Er hat keinen Bock. Geh doch mal aus dem Bild. Ja, ich weiß nicht, was ich kriege. Oh, die Süßen. Hier ist so heiß. Hier ein VIP-Gast, der Fashion Star Hella. Dass ich mit dir überhaupt was machen darf. Ja, dass ihr befreundet sind oder dass nur eine Fake-Freundschaft. Ja. Nach der Stunde gibt es dann auch für euch. Das klappt richtig gut auch, weil ich auch hier eine richtig krasse Kameraeinstellung habe. So, damit Hellas Stiefel nicht wieder aufplatzen, weil sie einfach zu fett ist, muss sie so laufen. Ja, ist alles gut, Hella. Wir wissen es. Als allererstes haben wir jetzt aufgewärmt. Das hatte ich euch ja gefühlt noch nie so richtig mit reingeschnitten. Aber ich finde das gut, dass Lisa ein paar Aufnahmen gemacht hat. Ich werde euch gar nicht alles kommentieren, sondern die Kommentare von dem Trainer, da habt ihr ihn gerade gesehen, mit reinschneiden, damit ihr mal seht, was er mir so sagt, was ich verbessern kann. Und das nicht nur immer aus meiner Sicht ist. Wir haben nämlich zum Aufwärmen jetzt erstmal diese Cavalettis gemacht und später kam auch ein Parcours und so weiter. Und falls mal nichts Spannendes ist, lasse ich einfach Musik drüber laufen. Und jetzt viel Spaß bei den Aufnahmen. Thank you.
nicht so doll. Nicht mit mir. Du reißt dir so dolle gegen, weil du Angst hast und dann wird es plötzlich unpassend. Ja, und hier wollte er dann die ganze Zeit nicht über den Wassergraben springen von der einen Seite. Von der anderen Seite ging es ja problemlos. Und hier hatte ich dann schon Angst, dass er vor diesen Regenbogen Angst hat, weil er sonst, wenn er verweigert, einfach direkt davor stehen bleibt. Aber hier wollte er ja noch nicht mehr in die Nähe gehen. Also sollte ich mich hinter Tassia hängen, was wir hier jetzt gemacht haben. Und Barnes hat sich überlegt, auch einfach nicht zu springen. Und Tassia saß dann unten und ich dachte mir einfach, das kann nicht sein. Das klappt ja gut heute. Danach haben Tassia und ich das dann noch einmal hintereinander gemacht. Davon hatte ich jetzt kein Video mehr. Dann sollte ich das nochmal von der gekonnten Seite, sage ich jetzt mal, springen. Dann nochmal um den Sprung und dann von der Seite und dann hat es auch geklappt. Ruhiger, super, Jetzt hinsetzen, nimm Platz. Gut, ja, sehr großzügig abgesprungen, aber war in Ordnung. Und geradeaus. So, weniger Druck. Oh, weniger Druck. Spitze, sehr gut. Dann machen wir nochmal mehr. Eins, zwei, so. Nichts machen, ganz ruhig. Ganz ruhig. Und guck mal, wie sie jetzt wieder lang reitet. Oh. Gut, aber jetzt bei der Dreifahrt, wenn du drin bist, ruhig sitzen. Nur die Wade dran lassen. Eins, zwei, Sprung. Spitze. Gut, schön geradeaus. Aber am Ende war es ja echt ganz gut. Aber ja, zwischendurch, das war das. Ich hab mir in die Hosen geschissen. Toll, schön, dass ich mitfahre und ja. Sowas, ey. Aber eigentlich passiert es ja auch nicht. Oh Gott, ey. Lisa grasst jetzt noch mit der kleinen Dame. Du hast es brav gemacht, obwohl du immer stehen geblieben bist. Anstoßen, dass unsere Pferde dann gesprungen sind. Oh Gott. Das war das Geilste. Ich bin so erschrocken. Und Max, was sagst du dazu? Mann, ich habe mich super erschrocken. So als Vater. Ja, schön zu sehen, oder? Für uns ist es einfach normal. Ja, wir denken uns einfach nur so, das einzige Kommentar wieder so, oh nein. Ich kann darüber schlagen jetzt. Okay. Das Pferd darüber schlagen? Bist du eine aggressive Reiterin oder was? Alter, mir ist so heiß. Ja. Oh, die Karis machen jetzt die Scheiße von ihren Pferden weg. Sehr vorbildlich. Hella ist angeekelt. Schön hier über die Kante. Oh, mir ist so heiß immer noch. Habe ich immer noch so einen roten Kopf. Ja. Na, guck mal kurz in die Cam. Oh. Ja, du bist noch rot. Ich hab schon die Kamera an. Du musst okay. Einfach nur drauf halten. Ich krieg 5 Sterne. Ja, also erstmal mit
Also wie ich ihn schon anführe, ist halt schon der letzte Schrei. Noch so um. Schau mal, Barnes frisst er hätte schon. Er hätte so, nee. Ja, er geht dann gleich rein. Ich bin ausgesucht. Okay, Leute. Oh, das ist ja wohl nicht sein Ernst jetzt. Ich bin rot wie eine Tomate, Leute. Das ist mein Tomatengesicht. Meine Haare gehen auch gar nicht, Leute. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt so zeige. Aber es war eigentlich am Ende jetzt ganz gut. Tassia und ich sind jetzt auch beide ganz zufrieden. Aber es war einfach so anstrengend. Es waren einfach 30 Grad gefühlt. Und dann ist man geritten, hat geschwitzt. Vielleicht habe ich auch Sonnenbrand im Gesicht. Man weiß es nicht. Aber du bist oh mein Gott, brown. Ja.